Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 mit mir, TurboLP. Wir sind jetzt hier gerade bei Joe gewesen. Leider ist Marty, unser Fluchtfahrer, gestorben. Also der Fluchtfahrer sein sollte. Und ja, das Problem ist jetzt, dass Joe das nicht so geil findet, weil das irgendwie ein guter Freund von Joe war. Und es war aber Joes Idee, ihn mitzunehmen, und von daher hat Joe im Prinzip Pech gehabt. Aber das können wir ihm natürlich so nicht sagen. Wir sagen natürlich, dass uns das total leid tut und so. So, wir nehmen jetzt mal diese Dreckskarre hier, komm. Lass ihn in irgendeiner Straßenecke stehen oder so. Okay, langsam sind diese alten Wagen, aber wirklich richtig. Na? Lustig ist auch nur, die Polizei fährt hinter mir. Das interessiert sie nicht, aber wenn ich zu schnell fahre, wow, das ist dann natürlich schlimm. Das finde ich auch geil, genauso bei GTA. Wenn irgendwas krasses in der Story passiert, dann wird das einfach direkt danach im Radio gesendet. Jetzt zum Beispiel hier eine riesige Explosion oben im Hotel. Again, a massive explosion has occurred at the Empire Arms Hotel in Midtown. Citizens are advised to stay clear of the area. Krasse Sache. Ich finde das so richtig, ich finde es richtig geil. Da höre ich auch richtig gerne zu. Ja, Gary Stevens. Vielen Dank für die Info, Gary. Jo. Januar ist ja jetzt vorbei. Februar hat angefangen. Wetter ekelhaft. Ich hasse dieses Wetter. Aber gut, was will man machen? Man steckt ja nicht drin. Muss jetzt hier abbiegen. Fuck, da gibt's nur Möglichkeiten abzubiegen. Okay, alles gut, alles gut. Ja, genau, dreh dich erstmal. Alter, ich hol mir jetzt einen neuen Wagen. Nee, ist nicht. Raus da, verdammt! Nein. Du. Raus. Ich. Tschüss. Willst du den Wagen zurückklauen? Willst du dich boxen? Nein, er ist weg. Okay, schade. Oder? Will er mich rausziehen? Weil wenn die Polizei das sieht, dann kriegt er Ärger. Na komm. Hey, hang on a second, guys and dolls. I just been having an important, urgent breaking news story. Oh, okay. Listen, kids. Reports are flooding the Empire State newsroom of gunshots and explosions in Midtown. Now, there are. Ach so, die Gunshots, ne? Die hat, das ist ja auch lustig, ne? Wir sind so weit oben, das hört keiner. Und dann auf einmal hat irgendwie halbe Stadt da irgendwie hat dann schon die Gunshots gehört. Das ist ja auch behindert. So, was machen wir jetzt hier eigentlich? Wo sind wir denn überhaupt? Ah, wir sind wieder in unserem Haus. Hammergeil. Na, wir lassen jetzt hier einfach mal stehen. Keine Ahnung. Bin jetzt zu voll, wieder zu gucken, wie ich da jetzt reinkomme in die Garage. Was sollen wir machen? Was essen? Ja, was essen kann schon nicht schaden. Eine Cola trinken. Und dazu irgendwas leckeres essen. Wir haben ja hier eine große Auswahl. Ich würde sagen. Ja, doch. Ein krasses Sandwich. Oder können wir uns hier tatsächlich essen und kochen? Was zu essen oder zu trinken nehmen? Wasserhahn auf. Drehen. Mehr Optionen gibt's hier nicht. Schön. Was will ich jetzt machen? Wo bin ich denn hier überhaupt? In meinem eigenen Haus oder was? Schön. Ah, ein Spiegel. Und der funktioniert sogar. Wo ist jetzt hier unser Schlafzimmer? Hier. Na also. Alles super. Alles gut? Ist es gerade nachts oder klingelt unser Telefon so früh am Morgen, wo es noch dunkel ist? Boah, und warum werden wir überhaupt immer so früh angerufen? Warum nicht mal irgendwie mittags oder nachmittags? Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon.
Der Barkeeper vom Lone Star. Ich hab deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will keinen Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Ach, ich komme vorbei. Und Mann. Hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's, aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Ja, okay. Wenn er mit einer Waffe rumfuchtelt. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Okay, cooler Typ, dass der nicht einfach die Cops ruft. Telefon benutzen. Wen kann ich anrufen? Du hast keine Nummer, die du anrufen kannst. Kenne ich denn niemanden? Absolut niemanden? Kann ich nicht mal irgendwie unsere Schwester anrufen oder so? Achso, ich muss mich umziehen. Ja, okay. Ach Gott. Klamotten werden vollkommen überbewertet. Wie könnten wir uns anziehen? So richtig hässlich. Nee, das ist zu gut. Das ist zu gut. Ach komm, Freizeitanzug, auch egal. Ja, ist doch Nacht. So, so. Motorhaube öffnen. Ja. Verzeihung, Sir. Ey, der soll mich jetzt gleich boxen, bitte. Komm, box mich. Oh, der hat mich geboxt. Ey, habt ihr das gesehen? Der hat mich geboxt. Was ist hier los? Schluss damit. Ich will hier keinen Ärger mehr haben. Du willst hier keinen Ärger mehr haben? Finde ich gut. Ich nehme mich auch nicht. Muss ich einmal boxen lassen? Habt ihr das gesehen? Ja? Verhaftet ihn. Sofort aufhören. Verhaftet ihn. Hey, klärt euer Problem woanders. Oh, Entschuldigung. Erst so, oh, Entschuldigung, und danach rastet er voll aus. So, wenn die den jetzt nicht verhaften. Was ist hier los? Schluss damit. Ey, diese Kackbullen ohne Witz. Ich will hier keinen Ärger mehr haben. Die Waffen weg. Oh fuck. Ja, Penner, ohne Witz. Der hat mich die ganze Zeit geboxt. Achso, ich soll mich umziehen. Kein Ding. Ich wohne ja hier um die Ecke, ne? Wie ziehen wir uns an? Ich sag mal. Ja, Lederjacke mit Hemd ist schon okay. Keine Waffe. Oh, Mist, da ist irgendwer gestorben, glaube ich. Wie konnte das nur passieren? Achso, der fällt wieder weg, ne? Oh, ist nur jemand gestorben, mir egal. Bin ich auch mal wieder weg, ne? Verdacht auf Autodiebstahl. Verdacht? Alles Hallo, ich klar. Bin Undercover-Cop, du Spast. Dieses Fahrzeug wird von der Polizei gesucht. Wie wollen die das Fahrzeug finden? Ey, jeder Polizeiwagen in dieser verdammten Stadt sieht genau gleich aus. Lächerlich. Wenn die Polizei einen Polizeiwagen sieht, dann rast du dir mit daher. Ja, genau, komm. Rast du dir mit daher oder was, ja? Natürlich. Lächerlich. Einfach lächerlich. Oh, hier sind wir schon.
Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Genau. Mit dem Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Jawohl, gehen? Okay, Marty. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die Scheißknarre weg, bevor noch was passiert! Alter. Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm ja schon. So ein Arschloch, ohne Witz. Der wollte uns einfach nur helfen, Junge. Das war einfach der korrekteste Typ im ganzen Spiel bisher. Boah, aber nein, ich bin Joe, ich bin fetter Säufer. Ich muss alle töten. So ein Vollidiot. Der ist schuld, dass Marty gestorben ist, weil er den mitgenommen hat. Und der ist auch schuld, dass der jetzt gestorben ist, ganz ehrlich. Bring dich einfach noch selber um, dann hast du es wenigstens geschafft. So ein Wichser, ey. Nee, manchmal verstehe ich es echt nicht. Joe, manchmal bist du echt so ein richtiger Sohn. Ne? Ich glaube, ihr versteht das schon. Ja, hallo, rumfahren. Geht doch. Was will der von uns? Ja, komm, mach's am besten, wenn die Polizei zuschaut. Was auch immer du vorhast. Ja, oh, jawohl. Hey, Augen auf! Ja, Mann, jetzt wird er festgenommen. Nee. Na, wie sieht's aus? Alles klar? Mach keine. Scheiße! Naja, er hat gesagt, mach keine Dummheiten, ne? Und er ist weggerannt. Was? Warum? Warum ich? Wieso ich? Ach, ich hab doch nichts gemacht am Arm. Unfassbar. Warum auch immer die jetzt hinter mir? Ja, noch zwei Wagen, bitte, komm. Haben die ganze Nacht über nichts anderes zu tun, oder was? Providing thousands of classified documents to the KGB, the Soviet spy agency, over a period of at least 5 years. For Empire Base News Center, ECLA, I'm Gary Stevens. Jetzt geht's los.
Gut, wir sind da. Ja, schieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Peter. Und hey, tut mir leid wegen... Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Steck wieder in den Wagen, mach ich doch gleich. Ah ne, warte. Bam! Ich möchte gerade alles kaufen. Alle Waffen sind legal, das garantiere ich. Okay, also ich kann die, obwohl ich die gleiche Munition brauche, die Munition nicht kaufen. Was ist eine Waffe ohne Munition? Schade. Ne, ich wollte eigentlich für meine... Whoops. Ich wollte eigentlich für meine... Ihr Geld ist hier stets, was in aller Welt soll das werden? Wo hab ich die her? Na, es steht erstmal keine unschuldigen Leute, ne? Dafür könnt ihr ins Gefängnis kommen. So, wo sollten wir lang? Hier lang? Sehr gut. Just listen to how quiet it is. Isn't that the quietest refrigerator you've ever heard? It sure is. I could barely hear it from the next room. And it looks like you could fit an entire turkey in there. And then some. The new model 248. Finde ich auch geil. Hier, es geht um Kühlschränke. Ja, so richtig lautes Geräusch. Und dann hier, den hört man auch fast nicht, wenn man im nächsten Zimmer ist. Und warte, was hast du noch gesagt? Ach genau, und es passt fast ein ganzes Hühnchen rein oder so. Schrottpresse, auch nicht schlecht. Ich will mich mal hier umgucken. Gibt's hier, ist das ein Gebäude, in das man rein kann? Ah ja, hier fällt seine Nummernschild oder was? Hier hat er seine Werkbank, wo er die ganzen Leichen, die ich ihm immer anliefer, weiterverarbeitet. Hier hat er dann Karteikarten, das ist jetzt schon hier inzwischen die sechste Schublade, da steht dann immer drin, hier mit Name und Adresse und Grund. Leider können wir das nicht selber machen, dann müssen wir auf ihn warten, dass er das macht. Was soll denn noch so hier rumstehen? Sonst nix. Ach Mike, ganz schön langweilig hier bei dir. Ne, das ist echt langweilig. Der hat nichts. Ist ja ein scheiß Schrottplatz. Der hat ja nichts Cooles hier. Ah doch, der hat ja noch seine eigene Hütte. Ha, was ist denn das eigentlich für eine? Steht nichts drauf. Ich guck mal bei ihm in die Hütte rein. Mal schauen, ob der da ist. Tag, Vito, wie geht's? Ja, gut, und dir? Hier hat er wieder so ein Zeug. Eigentlich genau das gleiche wie drüben. Ja. Ne, sonst nix hier. Mit Mike rein. Hast du einen Job? Sorry, ja. Ist gerade nichts da. Wie? Tut mir leid, Vito, ich hab jetzt keine Zeit. Komm morgen wieder. Okay. Ich will ja gar nicht wissen, was er da macht. Bestimmt voll die ekligen Sachen.
Beseitige die Leiche, lass dich nicht dabei erwischen. Hey Mike, wäre es okay, wenn ich eine Leiche mit dem Kofferraum, genau, eine Leiche mit dem Kofferraum. Wenn ich eine Leiche im Kofferraum habe und den Wagen in die Schrottfresse fahre, okay. Aber lass dich nicht dabei erwischen. Verdiene Geld, indem du Autos in die Schrottpresse vernichtest. Warum kriege ich dafür Geld, dass ich Wagen zerschrotte? Wäre es nicht sinnvoller, die Gans anzuliefern? Oh, $400. So viel war der also wert, der Typ von der Bar. Das ist bestimmt Mikes Privatwagen. So. Und los geht's. Aber $400 für so einen Wagen ist schon ganz schön viel. Muss ich sagen. Dafür, dass es ja im Prinzip so eine Scheißkarre ist. Dafür ist es schon auf jeden Fall nicht schlecht. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Ah, hier könnt ihr nicht mithalten. Sind die echt hinter mir? Mal gucken, wie lang noch. Oh fuck. Das war ein Unfall! Verstanden. Ah ja, guck. Haben sie mir zugehört. Haben es verstanden. Boah, Junge, willst du mich verarschen? Alter, warum... Wieso hat er seine Waffe nicht rausgeholt? Oh nein, ich habe eine Faust rausgeholt, im Ernst. Meine Faust? Nein, oder? Och, scheiße. Leute, ich glaube, die Folge ist eh lang genug. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.